auch, wenn sehen vielleicht das falsche Wort ist. Komm ich da, ist da oben ein Geheimgang versteckt? Fragen wir mal so. Sieht so verdächtig nach Geheimgang aus hier. Einfach weil wegen, sage ich, ich sag das jetzt. Nein. Ich muss sehr, sehr aufpassen, weil wenn ich hier, ne, das könnte, uiuiui, das war knapp. Ich glaube immer noch an, na, da ist die Sternmünze, super. Wie komme ich da hin? Gar nicht, weil ich keinen Propeller habe oder was. Das Leben, das ist total schön, aber total belanglos. Uiuiui. Ich lacke, aber ich will das nicht. Moment, so geht's. Ich seh's. Halt. So, und wenn ich jetzt die im Bild behalte, ne? Dann könnte ich es theoretisch schaffen. Das war so schlecht. Ich versuche noch einmal, ansonsten komme ich gleich nochmal neben mir einen Propellerpilz. Aber das geht, das funktioniert wirklich. Es sei denn, ich sterbe jetzt, dann brauche ich es gar nicht versuchen. Okay. Das war überhaupt nicht knapp, Leute, hört auf zu lügen, denn ich bin unglaublich gut. Gut. Hört ihr mir zu? Ich habe gut gesagt. Aber sowas von, ja! T. Loni, was wollt ihr eigentlich tun? Ich warte ab, sonst bringt mich dieses Ding noch um, das will ich nicht. Ja! Sicher! Darauf erstmal einen Schluck Orangensaft mit Liebe. Und Orangennektar. Ich bin so drin. Also auch im Spiel, ja. Und das ist wichtiger. 6-2. Ich muss sagen, ich kann mich an die Welten eigentlich überhaupt nicht mehr erinnern. Musste das jetzt sein? Gibt's ja eigentlich nicht. Das wäre mal total geil, wenn es da einfach oben eine Münze gäbe schon. So eine komplett geschenkte. Also sage ich jetzt, dass es geil wäre. Ob es wirklich geil wäre, ja, andere Frage. Ihr wollt nerven, das ist schön. Aber mich zu nerven, das, da hat er auch wieder Spaß dran. Aber. Ah, okay. Es könnte wichtig werden, dass die Dinger Sachen kaputt machen. Wie hier zum Beispiel, da. Das könnte sehr wichtig werden. Nein, ich muss, ja, genau, ich muss es nur kaputt kriegen. Und dann... Nein! Mieses Timing! Aber die Idee war richtig. Ist auch nicht so ärgerlich, weil Tode ziemlich am Anfang... kann man relativ leicht wegstecken, bin ich ehrlich. Und bevor es in Welt 9 geht, werde ich nochmal alle Pilzhäuser überall abfarmen. Weil ich will sie und es könnte... Also Welt 9, soweit ich mich erinnere, wird krass, also... Da ist es mehr als sinnvoll, noch ein paar Itemhäuser zu plündern. Was dann auch geschehen wird. Hier ist ein Item drin und das will ich haben, bevor ich rasiert werde. Und das habe ich mir geholt. Okay, muss ich dich vielleicht... Kann ich dich vielleicht vereisen? Ja, wie sieht's aus? Ich kann dich vereisen. Es reicht, cool. Wusste ich nicht. Ich dachte, es prallt an der Wand ab und ich darf mich wieder ärgern, aber... Das Spiel hat einen netten Tag. Okay. Oh, das ist ja mies, Junge. Das ist ja richtig schlecht, außerdem noch. Okay. Das ist gut. Dass ich mir die Eisblume vorher noch geholt habe. Und hier ist gar nichts. Lächerlich. Ich meine, ich verstehe, ich verstehe, ja, dass nicht in jedem hier irgendwas sein kann. Da sage ich, okay, das macht Sinn. Dass nicht in jedem Geheimversteck irgendwie sonst was versteckt ist. Dass ein paar Mal Münzen drin sind, dass man nicht für alles und jeden Scheiß belohnt wird, okay. Aber dieses Versteck war halt wirklich sehr schwer zu holen. Es war sehr unoffensichtlich und sehr schwer zu holen und das ist nicht euer Ernst jetzt. Wie soll ich denn da rankommen? Ach so, soll ich da rankommen. Ah, okay. Könnte sogar funktionieren, warte.
So sieht's nämlich aus. Now you're thinking with portals. Item. Nein. Ja, Stern. Ich hätte so drauf gewettet, dass es nichts wird. Fuck. Hatte ich einen Mittelpunkt? Ich glaube nein. Oh, ich glaube doch, ich hatte einen Mittelpunkt. Ja, gut, die zweite Münze, die kann man nochmal holen. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem. Wow! Schnellster Tod aller Zeiten. Respekt an mich. Applaudiere ich mir auch mal selber. Gut gemacht, Loni. Geil. Wer ist hier der Mongo? Also nochmal. Vielleicht nicht gleich sterben, ne? So, das wäre so eine Überlegung wert, die muss man auch einfach mal machen im Leben. Das war formidabel geil. Ach, da unten war ja nichts. Ich bin ja ein Hirn. Okay. Kann man. Könnte man schön. Ich brauche sie nicht, aber ich könnte sie, ne? Zum Verspeisen der kleinen Weisen. Was weiß ich, mir egal. Oh. Großes S und kleines Kill, Alter. Guck mal hin. Ich glaube nicht, dass das schon reicht, ehrlich gesagt. Deswegen schub ich mir nochmal den anderen Bird. Den anderen Larry the Bird. Und ab geht's. Allerdings könnte ein Item drin sein, das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt prüfen. Nein. Aber immerhin sind zwei Sterne mit. Das ist ja mal ein Anfang. Auch nicht so schlimm. Jetzt ist es auch. Jetzt ist es gar nicht mehr schlimm. Nichts drin. Huiuiui. Zack. Und danke. Eisblume, alles klar. So, ist hier irgendwas drin? Ist hier. Mussten es die Dicken sein? Das sind ja nicht mehr die netten Hammerbrüder, sondern die fetten. Reimt sich und macht sogar noch Sinn. Ich muss also von da hoch. Na, danke. Das war Glück. Wollte ich aber gar nicht. Ach, na sicher. Na klar, weil er gerade. Mhm, genau. Immer noch. So, ich hatte noch eine Vermutung. Das habe ich. Da war ich ein bisschen schnell für. Da oben was? Ne. Ist schön, dass ich hochkomme, aber das scheint wirklich nicht zu sein. Also. Da nicht. Was ist denn da oben in diesem alleinigen oben Block? Das ist eine Münze. Also faktisch gar nichts. Du kannst einmal sterben. Trotzdem fühlt es sich an, als hätte ich irgendwas verpasst. Also ich glaube nicht, dass. Oh, 100 Sekunden noch. Ein bisschen getrüttelt. Okay. Aber hier müsste das Ende sein, also. Wo die zweite Sternmünze war? Fragwürdig. Die dritte, nicht die zweite, die dritte. Kriegen wir raus. Auf Forschungstour. Vielleicht war da oben eine Röhre. Vielleicht soll es da nicht weitergehen, sondern einfach in eine Röhre rein. Das ist die einzige Idee, die ich noch habe. Die wäre aber dann ziemlich schwer versteckt, also. Da drauf zu kommen, hab schon einfachere Verstecke gesehen. Okay, gehen wir es nochmal an. Diesmal können wir durchrushen. Alles nicht mehr brauchen. Brauchen wir nicht mehr. Wir können einfach durchrushen. Die haben wir schon. Die haben wir schon. Haben wir schon. Mittelpunkt. Yes. Killt euch gegenseitig. Okay, wo war Sternmünze 2? Die war doch. Die kommt doch noch bei der Röhre da, ne? Die müsste doch genau. Was war das denn? Was kam mir. Ach so, das Leben da, okay. Ich dachte schon eine Ranke oder sowas. Hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. Genau, hier war die zweite und jetzt heißt es aufpassen, weil jetzt. Das Zeug könnte jetzt irgendwie überall sein. Da oben, da geht's doch weiter, ich sehe das doch. Ach ne, geht's doch nicht weiter. Habe ich mich getäuscht, okay.
Es sieht halt verdammt nach irgendwas aus da oben. Da könnt ihr mir recht geben, müsst ihr nicht, aber ist so. Ja, dann kommt noch der Teil hier unten. Und das war's ja auch irgendwie dann schon. Der ist ja hier nicht mehr. Ja, komm, seid nicht so. Solche Penner. Oder bräuchte ich das vielleicht hier hinten? Ich wüsste echt nicht wozu, aber bitte. Nee. Dann bin ich ganz offiziell überfragt, wo die jetzt sein soll, die dritte. Euch beide killen muss ich ja nicht, weil das habe ich schon und es gab nichts dafür. Kann ich hier auch nicht? Nein. Da werde ich nachschauen müssen. Das ist kurios. Also hier hätte noch was sein können. In der Wand, das hätte ich noch eingesehen. Da hätte ich gesagt, okay, ja, das macht Sinn. Nee. Unterm Wasser, das wäre auch ein bisschen vieles Guten, ehrlich gesagt. Ich kann hier wirklich nicht rein. Ich kann hier nicht rein. Nee. Halt, da war doch was. Ich hab's doch gerade gesehen. Da war was. Dieses Ding hier ist das Geheimnis. Wenn ich das... Ich glaube, ich hab's richtig gesehen, ja. Ich meine, einen Spalt gesehen zu haben, der mich zu einer Röhre führt. Die Scheibe ist halt sehr groß. Es dauert jetzt ein bisschen, bis sie einmal rumgedreht ist, aber... Das sollte reichen. Im Notfall muss ich nochmal rein und warten direkt, also. Ja, aber ich... Nee, da ist sie doch. Geduld. Geduld zahlt sich aus. Sag genau der Richtige. Stemmen zu. Ja! Okay, nice. Dann Abgang. Wunderbar. Dankeschön, Spiel. War nicht so einfach versteckt, gebe ich zu, aber meine kleine Herausforderung, die ich sehr gerne angenommen habe, gebe ich zu. Und raus. Na klar, komm. Lass mich doch bitte mal raus hier. Mach mal Diät, Junge. Du widerst mich an. Oder so ähnlich. Okay. Raus die Maus und danke. Loni, der Fick. Naja. Ist egal. So, dann könnte ich jetzt... Komm, wir machen gleich mal beide Wege. Das hat ja sonst keinen Sinn hier. Wollen alles zeigen. Was ist denn Welt 6.3 schön? Es gibt doch mal hier. Es ist auch irgendwas... Es scheint nach unten zu gehen, nicht nach oben wie der gute alte Kinofilm. Ach, dieses Level. Oh ja, das Level habe ich im DS-Teil schon... Ich will nicht sagen geliebt, aber es war geil. Deswegen machen wir das jetzt auch. Ist natürlich nicht das gleiche wie im DS-Teil, aber... Das Prinzip ist es ähnlich und das habe ich damals schon gefeiert. Schön, dass sie das übernommen haben. Ach, na sicherlich, Spiel. Das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder was? So. Kann ich? Kann ich nicht. Okay, ganz ehrlich, dann lasse ich mich entweder töten oder ich krieg jetzt noch... ein Item. Ich will ein Item, Spiel, gib mir ein Item, sonst werde ich sauer. Sauer. Das ist ein Pilz, das ist auch nett gemeint, aber bin ich überhaupt nicht. Könnte eigentlich auch, ich bin ja auch ein Mongo, warte mal. Ah, Scheibenkleister, okay. Ist egal, ich bin sowieso auf Risiko gegangen, weil ich wollte hier wirklich nochmal rein. Mit einem ordentlichen Item. Und ich glaube, ich habe schon eine Idee, was bei dem Fragezeichen wichtig wird. Ich darf jetzt nichts mit dem DS-Teil verwechseln, aber ich glaube, das war erstens mal richtig geil und zweitens, als man denkt, was? Das ist nicht so schlimm, nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, denn jetzt kommt es auf alles an.
1, 2. 3, 4. Wiedersehen. Wunderbar, das war die 1. Die sind gegen Feuer immun, soweit ich weiß. Genau, denen ist Feuer egal, wie knochentrocken. Okay, dann machen wir einmal den hier. Ach komm, egal, 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 nicht so schlimm. Ich dachte eigentlich, ich muss hier oben lang. Das war richtig schlecht. Reicht aber noch für ein Item. Ich dachte, ich muss mit dem Fragezeichen-Dings. Ich dachte, nein, nein, nein. Ne, muss ich doch nicht hier oben lang. Das habe ich dann wirklich verwechselt. Mit dem DS-Teil oder mit sonst irgendwas, was weiß ich. Gut, zwei Sterne müssen stehen zu Buche, das ist ordentlich. Mittelpunkt. Gute Bilanz. Okay, was haben wir hier oben? Das war ja ziemlich schlecht. Zack, zack, zack. Mmm, lecker! Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Okay, aber ich weiß. Moment mal, was? Habe ich das gerade richtig gesehen? Die Röhre führt im Kreis, oder? Ah, ne, da komme ich nicht rein. Mist. Weil die hätte schön im Kreis zur Sternmünze geführt, aber so leicht machen sie es mir jetzt nicht. Ist klar. Okay. Wenn ich die wegsnacken könnte, ne? Okay, das war sehr, sehr, sehr gewagt. Wunderbar. Und Dankeschön für die Sternmünze. Wenn ich hochkomme. Aber eigentlich sollte es hier sein. Ja. Loni, der alte. 72 Leben, 72 Münzen, 72 mal Perfektion. Kennst du das schon? Junge, hörst du das, wie ich dich Zeile für Zeile wegbombe? Deine Augenbrauen werden zu meinem von McDonald's. Okay, egal. Das war dieses Ding. Man könnte theoretisch auch eine Blume da drüben vereisen, ganz kurz auf sie draufspringen und die Wand hochklettern. Ja, theoretisch. Praktisch macht es, also praktisch geht's nicht, aber. Also praktisch geht's schon, aber es macht keiner, so rum. Es ist wirklich ein komplettes Theorie-Ding. Ich hab's noch nie geschafft, so abgefuckt zu spielen. So, lass mich durch und. 400 Punkte, ja! Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, 3,24 Millionen Punkte glatt. Wer es gerade gesehen hat, Glückwunsch, ihr habt nichts verpasst im Leben. Das war lecker. Okay, das andere Level sieht so ganz komisch nach Monty Maulwurf aus und da habe ich mir keine Lust drauf. Und nach Yoshi. Yoshi und Monty Maulwurf.